Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Force of Nature. Wie alles im Leben beginnt es am Strand des Lebens. Ich brauche eine professionelle Maskenbildnerin. Ja, das glaube ich auch. Eine hübsche, junge, blonde Maskenbildnerin. Fertigkeiten egal. So, vorne S, hinten O. War man stehen geblieben, was können wir denn alles machen? Ach ja, bauen. Haben wir schon alles gebaut, Kiste haben wir gebaut. Was sind denn die Aufgaben? Craft a Trap. Wir sollen eine Falle machen, mit denen können wir die Tiere anhalten. Hab mir heute 7 Days to Die gekauft, komm doch, können da noch nicht so zurecht. Können wir heute spielen, wenn du Lust hast. Ich nehme eine Folge auf hier und dann können wir spielen, wenn du Lust hast. Weiß ich jetzt auf Deutsch ist. Wahnsinn. Craft a Trap. Wie macht man denn eine Trap? Craft a Trap. Werkbank wahrscheinlich, hier im Haus. Craft Table Rezepte. Trap. Was brauchen wir denn? Ein Messer fehlt uns, damit wir schnitzen können. Stone Knife können wir schnell machen. Kein Problem. Take all. Das ist echt immer blöd, dass man die Sachen hier rausnehmen muss. Genommen. Passt. Craft Table. Rezepte. Trap. Messer nehmen wir dafür, auswählen, okay. 15 Stück brauchen wir, weil wir können so viel machen, wie wir gerade haben, weil jagen werden wir wahrscheinlich sowieso. Okay, die werden jetzt produziert. Brauchen wir uns jetzt nicht weiter drum kümmern. Ansonsten... Eisenerzressourcen hier sind schon weg. Jetzt wenn ich hier um die Ecke gehe, da ist noch, müsste noch... Wo ging es jetzt hier nach oben? Ah. Hier irgendwo habe ich eine Schneise geschlagen, genau, und da ist die Markierung. Oh, viele Gegner. Die hatte ich doch alle besiegt. Oh, 3 Goldcoins. Spawnen die Gegner etwa wieder? Das wäre nicht gut. Coppercoin. Warum sind hier wieder Gegner? Wir haben doch hier letztes Mal alle besiegt. Okay. Ich werde noch jemanden grunzen. Da oben. 2 Stück. Okay. Müssen wir was essen? Was bringt am meisten Leben? 10, 7, 10. Also die Pilze. Nehmen wir hier noch ein bisschen Eisen mit. Nebenbei naschen wir an den Kokosnüssen. Ach ja, die Crafting Games. Macht man meistens nichts anderes als auf Ressourcen eindreschen. Dreschen meine ich wortwörtlich, wenn ich mir Ark und Rust anschaue. Da wird bloß auf so Sachen eingedrescht. Saving. Jetzt wird sie gleich wieder dunkel, dann können wir zurückgehen. Also eine tragbare Fackel fehlt hier noch ohne Ende. Es
verstehe ich nicht, warum man sowas nicht implementiert am Anfang. Das verstehe ich zu keinster Weise. So, zurück. Zurück, 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 bevor ich mich verirre. Okay, wie schaut es denn hier aus? Können wir noch Eisenbahn machen? Iron Ingot. 3 Stück, wow. Das haut mich vom Hocker. Rezepte. Nur Nägel. Okay. Und hier Craft Table. Hier läuft noch alles. Ich muss kurz die Sounds entschuldigen. Sind alle, die Fallen sind ja fast fertig. Die Quest wäre erledigt. Tame an Animal. To tame the animal you need to throw it a trap. Come closer, press the key, space and click on the level tame. Tame animal. Animals which can be tamed. Schwein, Kuh, Chicken, Rooster, Sheep. Okay. So ein quasi ein Tier zähmen. Jetzt können wir mal so einen Hasen fangen, da bin ich mal gespannt. Wie das funktioniert. Waffenmäßig können wir nichts Tolles machen. Stone Mace. 15 Schaden. 20 Schaden. Wir haben schon die beste, was wir momentan herstellen können. So, ich lege mal die Eisenbahn in die Kiste. Wenn ich Platz hätte, muss ich nur eine Kiste bauen, fürchte ich. Ja, das kann warten. So, wir suchen uns ein Tier. Ich würde das gleich mal ausprobieren, das Zähmen. Dum -dum. Wir spazieren durch die Wälder. Ruhe da. Ruhe. Ah, da haben wir Hühnchen und Hase. So, wie funktioniert das? Oh Gott, was ist das? Was ist das bitte für Ziersystem? Okay. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Wie ist es beim Huhn? Okay. Ich habe nicht verstanden, wie es funktioniert. Ich muss das nochmal lesen. You need to throw it a trap. Come closer, press the key. Aber es ist ja gleich weggerannt. Soll ich da näher kommen, wenn die Tiere gleich wegrennen? Tierchen. Das sind bloß überall Goblins. Ich muss ihnen mal Acht geben, dass ich mich nicht zu schnell in die Gefechte schmeiß, weil die Stamina immer dann niedrig ist. Da bin ich schon ganz am Anfang gestorben. Ich habe zwar die Monster locker besiegt, aber ich konnte nicht mehr zuschlagen wegen Stamina. Da oben ist ein Hühnchen. So, mein Freund. Wie sitzt das nochmal? Ich check das nicht so richtig. Ja. Hallo? Ich check's nicht. Ich check's nicht, wie es funktioniert. Warum rennt die weg?
Vor allem, warum rennen die so weit weg? Kann mir das mal jemand erklären? Ach so, und die Blitzer greift mich an. Man muss nicht so weit weg. Okay. Man muss nicht so weit weg. Ach. Es sind ja wieder so viele von diesen. Gold, Coin, Strawberry nehmen wir natürlich mit. Ich gehe mal hier nach rechts. Da ist eine Sau. Man muss nicht so weit weg. Wenn ich jetzt näher hingehe, da habe ich jetzt die Ziege. Okay. Das klappt ja niemals. Die Linie zeigt nur die maximale Entfernung an. Ja, warum bleibt das nicht? Ja! Ich kann nicht wegrennen, warum sind die so schnell? Umwehr. So Umwehr. Umwehr, 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 Umwehr. Wird auf mich zu verfolgen. Hör auf mich zu verfolgen. Ich laufe gleich zu den nächsten. Ach toll. Ganz toll gemacht, wieder einmal. Wahnsinn, diese Survival Games. Ja, ist gut. Ihr habt mich. Bravo. Strawberry ist jetzt wett und Iron habe ich verloren. Okay. Das geht ja noch. Das Fangen funktioniert nicht, noch nicht, wenn sich das Tier auf unebenem Boden befindet. Okay. Ich würde mal sagen, das Fangen funktioniert überhaupt noch nicht. Das ist meine Meinung. Was soll das? Ich sehe schon, ich muss mir Fallen bauen. Rezepte, was braucht man dafür? Sticks und Ropes. Ropes können wir machen. Nö, können wir gar nichts mehr machen. Palmen und Stöckchen. Palmen und Stöckchen. Also ist das buggy oder ist das Absicht oder warum geht es nicht? Es geht überhaupt nicht, bei Hasen geht es überhaupt nicht. Aber in der Quest steht, was steht da? Gut, da steht ja nichts von Hasen. Cool, okay. Aber wie fängt man dann Hasen? Wenn ich mit dem Netz. Ich habe manchmal einen Eindruck, dass es Zufall ist, ob das Netz trifft, aber habe schon zwei Tiere, also geht. Okay, bei dir hat es funktioniert. So, jetzt hier ist jetzt wahrscheinlich irgendwo der blöde Bär noch, oder? Hast du Möhren? Ich glaube nicht. Meinst du, es liegt am. Ja, ich. Muss jetzt hier vorsichtig, ob hier noch irgendwo der Bär ist. Da ist ein Hühnchen. Und ein Gockel. Also, der Gockel ist in unebenem Gelände, das ist schon mal ganz schlecht.
Was noch schlecht ist, ist dunkel. Ich schmeiß jetzt einfach mal. Funktioniert nicht. Bleiben die dann im Netz stecken? Jörg sagt, das wissen das. Bleiben die dann im Netz stecken? Oder wie läuft das ab? Wie schaut das aus? Kann man dann hingehen? Bleiben die dann im Netz stecken und man kann dann hingehen, oder wie? Rechts sind nur irgendwie Monster. Diese Richtung. Copper Coin. Wo seid ihr? So, weil Feinde in der Nähe sind. Ja, bleiben stecken, ca. 5 bis 7 Sekunden, bevor sie ausbrechen. Hat das bei dir besser funktioniert als bei mir? Oder hattest du auch deine Mühe damit? Da muss man hinlaufen, Space drücken, auf das Tier klicken und dann hast du es. Okay. Nein. Von 45 Netzen zwei Tiere, ernsthaft? Okay. Dann weiß ich wenigstens Bescheid. Stell ich mich doch nicht so blöd an. Vor allem hat man bloß immer einen Versuch, weil ja die Kilometer weit wegrennen. Es regnet. Oder ich habe mich nur blöd angestellt. Schauen wir mal, wer der Blödere von uns zwei ist. Ich liege im Rennen ganz vorne, ich bin schon gestorben. Sind da so viele? Die habe ich doch gestern schon alle gekillt. Da ist ein Schwein, da ist ein Schwein. So. Komm, komm, komm. Und ein Bär, war klar. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich den Bär nicht alleine besiegen kann. Oh. Zwei Bären und ich will das Schwein haben. Ich schmeiß jetzt mal von hier aus. Bloß damit ich schauen. Wenn du stirbst, neu lädst oder schläfst, respawnen die Gegner wieder. Okay. Wie blöd. Also ich schmeiß mal auf das Schwein. Tut sich auch nichts. Kann ich zweimal hintereinander gleich schmeißen? Geht es? Was ist das? Fuchs. Der rennt wieder weg. Feigling. Komm zurück. Ja, vom Bär verstecken. So, da sind zwei Bären, ist uncool. Äußerst uncool. Jetzt trotzdem mal voll essen. Für den Fall des Falles, dass mich doch einer angreift. Klappt nicht. Ach, schon wieder ein Bier. Drei Bieren. Schweinchen, Schweinchen. Komm zu mir.
Komm zu mir. Was ist denn das jetzt? Hallo? Von wo hinten die Drecksau? Die Sau, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wie abhauen. Das ist Frechheit. Absolute Frechheit ist das. Kann man ja keinen Meter gehen, ohne das. Da ist wieder ein Bär. Was ist denn hier los? Ist da gerade eine Bärenversammlung? Ist das hier eine Tanzaufführung? Steppt hier der Bär? Meine Frage an euch, steppt hier der Bär? Hier steppt der Bär, meine Damen und Herren. Was Weizen essen. Weizen. Kann man das essen? Nee. Äpfel können wir essen. Fürs Essen und nicht wegschmeißen. Ich traue mich schon fast nicht mehr weitergehen. Okay. Da ist ein Schwein und eine Wildsau. Für die wieder nichts. Das ist so lächerlich. Das ist lächerlich. Ja, ein Stück nochmal, das kommen Level 2 Gegner. Weil ich habe schon einen. Ich habe hier schon Level 2 Gegner, das war schon einer. Ja, den merkt man. Den merkt man. So, nicht weit weg. Und wie ist das mit meinem Level? Ich habe nichts mehr zu essen. Bananen. Stamina, geben die bloß. Hier hätte ich nur was. Eins. Ich habe sonst nichts mehr zum Essen. Ganz blöd. Muss ich zurückgehen. Hilft nichts. Muss ich zurückgehen. Hier war noch irgendein Tierchen. Ah, Bär. Der killt mich eh. Kann bloß versuchen, ihn vorher zu killen. Oh, ist ja knapp. Meat, Claw, Fang, Pelt. Es gibt essbare Pilze, die heilen dich. Wahrscheinlich nicht die. Rusule. Wann ist die? Wahrscheinlich Pentacrab, Fly, Agaric. Rusule doch, das sind sogar die. Muss aufpassen, wenn noch ein Bär würde ich jetzt nicht überleben. Da sind viele Pilze. So, haut sie immer gleich ab. Feigling. So, wir nehmen mal alles mit. Rusule, die heilen uns. Die noch und andere, aber du hattest keine. Ich höre schon wieder ein Bier. Bier. Da sind welche dabei. Crepe. Kann man die Cap oder Cap heißen die? Caps, die kann man wahrscheinlich auch essen. Cap, 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 Cap. Genau. Cap und Crab. Das tun wir mal weg. Das braucht kein Mensch. Ich baue mir mal eine Fackel. Einfach so. Ah, so macht er das kaputt. So machst du meine Fackel kaputt.
Du greifst ein Bär Feuer an. Das ist ja total unlogisch. Meat, Claw, Pelt. Ich glaube, die Sonnenblumenkerne kommt man die auch essen. Ich gucke mal kurz. Ich sollte vielleicht die Axt nehmen. Sunflower Seeds. Strawberry, Wet, Coffee. Sunflower Seeds, Stamina, okay. Die bringen mich nicht weiter. Aus denen kannst du Butter machen. Ja, wenn ich die entsprechenden Sachen dafür hätte. Aber ich muss sagen, man wird ziemlich ausgebremst am Anfang. Wenn man jetzt ein Tier zähmen muss, was ganz schlecht funktioniert, um da jetzt ein Level weiterzukommen, das ist schon eine harte Bremse. Das ist schon eine harte Bremse. Wenn es wenigstens eine Fackel für die Hand gäbe. Also das ist schon irrsinnig. Kann man die mitnehmen? Weil man kann... Move? Nee. Ich hab gedacht, man kann die Gegenstände wieder wegbauen. Doch, hier geht's. Move? Okay. Geht also doch. Aber man muss in der Nähe sein. Lustig. Strawberries. Bier. Ist kein Problem. So ein Bier. Es ist kein Problem, Bier. Auf jeden Fall. Oh, das ist Pützparadies. Es reicht ein Huhn, also ein weißes, das andere ist ein Hahn. Du brauchst für die Kochquest dann ein Ei, deswegen das Huhn. Ja, ist alles schön und gut. Aber wenn's Tiere fangen einfach so richtig mega schlecht funktioniert, dann ist es halt nicht gerade hilfreich. Wie war das, die Caps? Caps und Rosules kann man essen. Sammle ich mal bloß die, der Rest ist uninteressant. Linker Steuerungstaste. Genau, das habe ich schon irgendwo gelesen. Genau, passt, perfekt. So, wie schaut es mit Tierchen aus? Hallo. Solche Tierchen habe ich nicht gemeint, aber ist in Ordnung. Klopelt. Miet, Fang. Da ist wieder was. Wildsau. Kommst du her? So, meine Damen und Herren, wir sind am Ende einer Folge. Macht's gut, schaltet wieder ein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.